Hä? Ist gut. Übrigens gehört die Einfahrt dir. Ist ein Durchgangsweg. Scheiß Holländer. Sie sind nicht als Mieter hier. Ja. Die Kinder müssen hier nicht rauskommen. Ich mach jetzt das weg. Don't touch me. Get your hands off me. Go out. Was bist du für ein Wecker? Viel zu viel von den Ausländern. Ey. Ein paar sind ein paar Ausländer, und wir alle solche Kapazitäten haben. Was? Mal gesagt, was? Polizei bekannt ist er. Ja. Jetzt zeigen wir ihn mal an. Ja, mach mal. Okay. Ja, ich warte. Oh, noch aggressiv werden. Oh je. Und wie heißt du? Ich bin angelangt. Und wie heißt du? Wenn ich mich hier nicht wohlfühle, dann kann ich nichts dafür. Ihr seid hierher gekommen. Nein, nein. Jetzt sind wir es. Oh, das ist ja. Hole. Wohin soll ich? Das oh, das darf ich. Das ist nicht. So. Es gibt dann trotzdem eine göttliche Gerechtigkeit. Hey, Philipp. Da. Hier sind wir in Rüxau-Schache. Der Polizist Hans-Rudolf Kühni, der höchst aggressiv, korrupt, der hat es gern gehabt, Familie, wehrlose Familie zu terrorisieren und anzuhalten, ihre Kinder zu bedrohen. Ich denke, der Mann war ein schizophrener Psychopath, der sich irgendwie zu Hause hatte, sich schön und hat immer mitgeholfen in der Kuchi und seine invalide Frau hat immer geholfen, aber nach außen hat er schön andere Kinder terrorisiert und ganze Familie terrorisiert und gelogen. Und jetzt, einen Monat später, ist er weg. Und was interessant ist, sie versuchen gerade wieder die Gesetze zu verschärfen, damit ein und in den Zeitungen sagen sie, da kommen alle Art von Experten ans Wort. Die armen Polizisten, die machen doch nur ihre Arbeit und die Ton wird immer roher und sie werden bedroht überall und so. Sie haben einen 9mm gegen wehrlose Menschen, aber sie fühlen sich immer noch nicht ganz sicher. Und mit diesem Fall wollen sie dann wieder alles verschärfen, ne? Damit einfach zwei Polizisten solche Gesetze, dass man solche Gesetze macht, dass zwei Polizisten einfach etwas zusammenlügen können und ich sagen, wir fühlen uns bedroht und hoppla, dann gehst du sofort in den Knast. Das wollen sie gerade machen. Ja, ein Verbrecher war das. Ein korrupter, verbrecherischer Polizist war der Hans-Rudolf Kühni. Und irgendwie gibt es schon eine göttliche Gerechtigkeit, dass er jetzt weg ist. Da hat sicherlich auch dabei Roger Fankhauser in Schaffhausen in Emmental war der in vorderster Front und hatte ja keine Kugel abgenommen. Ja, mal schön wieder eine Tür einschlagen. Herrlich, das ist ja schön. Alle Frustrationen von daheim, vom invalide Frau zu helfen und da immer eine mit so Abspülen zu helfen, ne, so wie das in der Zeitung steht, hat er schön all seine Frustrationen von daheim hatte, ja, auf andere rauslassen können. Und natürlich war der Tat nichts geplant. Ich meine, der Fankhauser ist in seinem Pyjama, ist er noch geflüchtet auf der Straße. Das ist nicht geplant. Wir werden angelogen von all diesen Zeitungen und Medien, um einfach diese weitere Polizeistaat hier zu begründen. Da, Police. Das ist die Weltpolizei, die gegen den Menschen, gegen das Volk einfach immer mehr Macht hat und immer mehr Rechte hat.
jeder zu terrorisieren, wenn sie das wollen. Und hier als Ausländer hat man überhaupt keine Rechte hier in der Schweiz. Ja. Ja, und da sitzen sie dann da dahinter. Ach, wir arme Polizisten, unsere. So. Eine göttliche Gerechtigkeit. Sein aggressives Verhalten ist bestraft worden. Am 24. Mai hat man ihn erschossen. Als er sich mal wieder wehrlose Menschen hatte terrorisiert, aus der Wohnung versucht zu setzen, die Tür einzubrechen. Und am 9. April hatte der Herr Ross und seine Familie und Kinder hatte voll terrorisiert, bedroht, angegriffen, rumgeschubst, etwas zusammengelogen, einfach um Ausländer hier im Gefängnis zu setzen. Man kann davon ausgehen, dass 80% der Ausländer, die im Gefängnis sitzen, hier in der Schweiz unschuldig im Gefängnis sitzen. Die Schweizer haben etwas zusammengelogen und ja, man hat keine Chance hier. Schweizer haben immer recht. Wenn ein Problem, alle Ausländer wissen, hast du ein Problem mit den Schweizer, halt lieber deinen Mund. Weil sie haben immer recht. Die Polizei ist Schweiz, sind Schweizer, der Justiz sind Schweizer, die kriegen dich, du verlierst immer, die kriegen dich immer. Und zum Glück war es dann ein Schweizer, der das gemacht hat. Und ich werde echt Sean Ross, ich werde diesen jungen Mann, die zum Äußersten gezwungen ist, ich werde den nicht im Stich lassen. Und ich gebe diese Information über diesen höchst aggressive und gefährliche und korrupte Polizist, möchte ich alle weitergeben. Weil hier werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen, in höchst organisierter Form. So wie die Schweizer sehr, sehr organisiert sind. Tja, und jetzt, okay. Das ist dann das Ende von Hans-Rudolf Kühni und seine Machenschaften. Da liegt er dann. Oder seine, das Andenken an ihn. Ja, hättest du es lieber nicht gemacht, Junge. Hättest du mal lieber die Menschen respektiert und deine Aufgabe als Polizist erfüllt, so wie du das machen solltest, dann wärst du da nicht gelegen jetzt. Aber du wolltest es anders. Du wolltest schon dein ganzes Leben Polizist werden. Bleib hier. Ja. Und also hier war das, der Thunstraße 56 in Schaffhausen. Also hier kam der aggressive Polizist, wehrlose Menschen da terrorisieren. Und ja, dieses Mal war das zu viel. Da ist er durch die Tür gegangen natürlich, haben wir sie ihm reingelassen. Und da in dem Haus, oder vielleicht da schon, ja, vielleicht diese Tür. Hat es Kugellöcher? Nee. Das war so eine andere Tür. Hat er sein, das was er wirklich ist, hat er daraus ausgelebt. Der aggressive und korrupte Polizist. Und ja, man kann ein Mensch, dieses Mal hatte den Mensch, der Roger Funkhauser, haben sie zu viel gedrückt. Und ja, der ist. Der ist einfach geplatzt. Und ja. Okay, das war's. So, hier sind wir auf dem Pharaonenfriedhof, wo der im Heimiswil Pyramide und die Erdomination zweimal, der Jachim und der Boas. Das ist Friedhof, irgendwo wird er vergraben denn. Und hier liegt er. Leider ist die Tür zu, sonst hätte ich noch schnell die Hand geschüttelt. Da. Hans-Rudi Kühni.
seht ihr sonst noch? Bestattungsdienste, Stalder, Rinderbach. Ja, na, da liegst du dann, Junge. Vor einem Monat hast du noch meine Familie und mich terrorisiert. Und jetzt sind wir da ganz nah. Und die göttliche, ja, wir sind auf dem Friedhof, die göttliche Gerechtigkeit hat zugeschlagen. Du warst so böse. Meine Kinder haben das nicht verdient, was du da gemacht hast, da sie anzulügen. Die haben keine Vertrauen mehr in Polizei jetzt. Meine Frau, sie ist Krankenschwester, sie arbeitet hart, sie ist Schweizerin, sie ist eine liebe Frau. Meine Kinder sind auch liebe Leute. Ich bin ein guter Vater. Die haben das auch nicht verdient. Warum hast du das gemacht? Von wem hast du die Befehle überkommen, als du 20 Minuten im Auto warst? Hä? Ich komme nochmal zurück, wenn es auf ist hier, die Bude. Warum hast du das gemacht? Wieso warst du so böse? Zu Hause Engelchen spielen und auf die Arbeit der Gung-Ho, der Rambo machen, wehrlose Menschen terrorisieren, die Kamera aus der Hand schlagen, sie rumschubsen, sie erniedrigende Befummlungen unterziehen und dann noch etwas zusammenlügen, dass der Ausländer aggressiv wäre, was überhaupt nicht wahr ist. Dass der Ausländer geschimpft hat, das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht kannst du mich hören, Junge. Warum warst du so böse? Ich habe das nicht verdient. Man hat mich hier gefoltert, 14 Jahre terrorisiert. Meine Kinder habe ich leiden sehen, so wie wegen euch Polizisten, die einfach eine Befehle ausführen und exekutieren, ohne euch daran zu interessieren, dass, was ihr genau tut. Warum? Wieso habt ihr so einen Hass auf andere Menschen? Ja? Und es war mir deutlich, dass du da deinen Hass während mehr als 30 Minuten über mich und meine Familie übergehen ließ, war es mir deutlich. Und warum? Warum haben Schweizer so einen Hass auf andere? Ja? Da liegst du, Junge. Hast du noch Nachbarn? Nein, kein Nachbarn. Ja? Leer. Ja, dann komme ich mal zurück. Kann ich dir noch die Hand schütteln? Wieso warst du so böse? Ja? Also hier das Pharaonenfriedhof. Mein letzter Blick. Pyramide. Mit Erddomination. The Octagon in Octagon, in Bern, Switzerland, the home of the devil. The base of the Nazis. Hey, das gehört der Sauter. Du musst nicht weiter belästigen, geht jetzt? Er jagt mich vorzeitig so abhauen. Los. Du sollst meine Frau anrufen. Ja, ich kann hier warten. Weil ich sitze schon mit der Videokamera, wo ich alle. So, alle fort jetzt. Nein. Ja, fort. Also der Hauseigentümer kommt hierher. Ja, ist gut, geht jetzt. Ja, ja, das gehört in unseren Ärger. Ja, ja, verschwind. Verschwind jetzt. Alle Schweizer weg, hopp. Ja, alle Schweizer weg. Was willst du noch sagen? Was willst du sagen? Hä? Was willst du noch sagen? Gar nicht, das ist alles ja, gar nicht. Sag es denn. Alle Schweizer weg, ja, habe ich gesagt. Verschwind jetzt. Gleichfalls. Das ist gut, ja.
Was bin ich, was, was mache ich? Sie sind nicht als Mieter hier. Ja, und? Ja. Und weiter? Und wenn Sie Probleme machen, fliegen Sie. Ich mache keine Probleme. Mal. Das sind hier drei kleine Kinder und es wird hier nichts gefeilt und geschweißt. Haben Sie das verstanden? Die Kinder müssen die haben nicht Ferien. Rauskommen. Die können aus der Tür, also, das ist die Haustür. Ich, Sie meinen, ich... unsere Kinder dürfen nicht raus? Mach jetzt das weg. So this is the guy. So he just hit me, and they're hoping I will hit them back, but I won't, because the Swiss, always right. Then they come with the police, and then they say the foreigner was aggressive. Well, you just all saw that I'm not aggressive, and he starts swearing. He starts to swear himself, to force himself inside the door, and he's telling us we cannot come out of the door. Look, and this is his car. This is his car number. This is Switzerland. Look at them. They're hoping I will hit them back, but I won't. I won't. There's another one. Look, they're getting organized. Look at it. Look. Everywhere. Everywhere, look at it. He's threatening with problems. Did you hear this? Look at it. Well, I better go in. Well, I've got you on camera, mate. You're on camera. So in Switzerland, they just come and ring at the door and they just hit you one. I didn't even go out of the door. And if you hit them back, they call up the police, you know? They just call up the police. They're very organized. So I must just accept it. And another aggression. And another one. And another one. And another one. Going on for 16 years, you know? So now the cops probably coming. Because I didn't do anything. Yeah, I'll show you some more screenshots of the Swiss Putin who aggressed me physically and terrorized us as a whole family with his pals. In my time in Switzerland, I've seen at least six or seven Putin clones, you know, doubles or like, there's something terribly wrong with this country in the Alps, high up in the Alps, looking over the whole of Europe and having such an influence on the world. There's something terribly wrong, people. Very, very wrong things going on there. And here's the other one, the other Teutonic Knight. I mean, look at it. He's destroying Russia. He's terrorizing the Russian people. So therefore, is this guy Russian? No, he's not. Maybe someone can make a comparison picture, putting the two of them together or a couple of them, like using these images here, because I don't know how to do it. And it's like, I've also seen Obama doubles, many, really many. I've seen J. Edgar Hoover doubles, many. Mengele doubles, even more. Remember the Swiss serial killer? Who looks like Joseph Mengele, the angel of death? There's something terribly wrong in this country. How is it possible in two world wars they were not even attacked? And this guy here, he's having billions in Switzerland. His children are in school there, at school. His children were born in an elite clinic in the Tessin canton. I've been telling you for more than 30 years, you know, I've been telling the world about this. There's something terribly wrong going on there. I mean, look at the mouth and the eyes, the front of his head, the whole skull form, the ears. It's the same, you know. It's the same bloodline. It's all Templar stuff. I've been telling you. And out of the Knights Templars came the Teutonic Knights, who went there where Mr. Putin is born. Eh? This is the same bloodline, people. Remember how I got aggressed here as well in Switzerland
by this priest of the Teutonic Knights Church. Same people. You know, I never forget these faces of these Swissies because they terrorized me and my family for 25 years and they never stopped, you know. Just like this Putin here, it's exactly the same thing. How he's terrorizing Russia, Ukraine, and the whole world. I mean, it's Swiss terror, you know. It's exactly the same thing. And they've got the same bloody skulls and the same expression. And they're doing the same stuff. And it's all Nazism. You know, this one is a Nazi. The other ones who came aggressing me, they're all Nazis. It's the same bloodline, people, and they're not European. They're from Egypt. Yeah, look at it, the same narrow eyes like Mr. Putin. And, you know, they feel so strong, you know, like being together against one person, you know, and having the whole system behind them. They're so organized, you know. I was feeling for 25 years in Switzerland like, you know, like in Nazi Germany in the 30s. You know, you can see it going on here, you know. You can see it here. I mean, look at this face, you know. This is the Putin bloodline. I Swissy, you're not fooling me. Hey, you're not fooling me. I can see it straight in your eyes, you know. And I never forget the faces of all these Swissies who aggressed me. I won't forget my friends, and I don't forget my enemies. Hey, Swissy. It's like engraved in my head, you know, like a DVD record, you know, like a CD-ROM. It's engraved in my head, you know. I'll never forget what you've done. I'll never forget your faces, Swissy. Yeah, what are you looking at, Swissy? Hey, you see me? And you called up the cops, hey, that I was filming you. But I hid my camera with the SD card and the memory card. Got you, Swissy. Hey, got you. Now the whole world is going to see you here and what you've done, Swissy. We can all see the hatred in your eyes. You know, you can see the Nazi organizing in your eyes. We can all see it, Swissy. Eh? Yeah. You're not going to forget it, Swissy. Eh? I'll make you eternal, Swissy. And this here, you know, Ukraine. It was organized in Davos at the WEF, the World Economic Forum, you know, where you can see this Swissy here smiling with Biden and smiling with Trump and with Klaus Schwab, all of the Macron, all having a good time there together. And Ursula von der Leyen, you know, all together in Switzerland, organizing this, eh? I mean, we can all see it on the pictures, right? Pictures don't lie.